Servus Freunde des verführerischen Grillduftes, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ja, was habe ich heute gemacht? Heute nehme ich einmal an einer Challenge teil und diese Challenge heißt aus alt mach neu. Ich blende euch das einmal kurz ein. Ja, und wie ihr gesehen habt, der Grillcoach Gerrit hat diese Challenge angestoßen. Es geht darum, dass Barbecue-Kanäle oder auch Kochkanäle eine Challenge miteinander machen, in der es darum geht, dass man 5 Gerichte vorgeschlagen bekommt. Diese Gerichte sollten aber auch schon ein bisschen älter sein, vielleicht so innerhalb der ersten 10 Rezeptvideos, die man rausgebracht hat. Ja, und der Nominierte darf sich dann eins von diesen Videos aussuchen und macht das Ganze nach. Aus alt macht neu. Derjenige, der das Video gedreht hat, nominiert dann ebenfalls wieder weitere Kanäle und ja, dann nimmt das Ganze seinen Lauf. Ich bin nominiert worden von der Barbecue Tina. Ganz liebe Grüße an dich nach Hannover. Und ja, ich habe mir das Video ausgesucht, Flammlachs. Und ja, ich werde heute einen Flammlachs von der Zedernholzplatte auf meinem Breuking Riegel 690 XL machen. Der heizt hinter mir schon auf. Und vorab gehen wir einmal gemeinsam die Zutatenliste durch. Ja, und dann haben wir hier einmal den Lachs. Im Hintergrund ein formschönes Baguette, eine Bio-Zitrone, 200 Gramm Creme Fraiche, 200 Gramm Schmand, ein wenig Kerbel zum Würzen und um den Fisch zu würzen, habe ich hier den Fischwap aus der Blue Hawk Reihe vom Big J Seasoning, ein wenig Salzflocken und gemahlenen schwarzen Pfeffer auch. Ganz liebe Grüße an dich, Jan. Und zum Garnieren später werde ich Chilifäden benutzen. Das wird lecker. Ja, Freunde, die Zutaten habt ihr jetzt gesehen. Jetzt kommt es noch mal ein bisschen näher und dann bereiten wir den Lachs vor. Ja, Freunde, und hier ist der Zeitpunkt, wo eine kleine nachträglich geschnittene Szene mit reinkommt, denn meine Kamera ist vorhin ausgestiegen. Den Lachs habe ich mit dem Fischwap schön leicht einmassiert. Vorher habe ich ihn gewaschen, leicht abgetupft. Jetzt wandert das Ganze auf den Grill und da seid ihr wieder mit dabei. Ja, hier haben wir die gewässerten Zedernholzplatten. Die werde ich jetzt gleich auflegen und ja, pünktlich zum Videodreh fängt es hier natürlich wieder an zu regnen. Aber wer mich kennt, weiß, davon lasse ich mich nicht abhalten. Also kommt es einmal mit rüber. So, die Platten liegen jetzt bereits auf. Jetzt kommt der Fisch dann noch mit drauf. Mal gucken, ob ich den hier gut rauf operieren kann. Jawohl, hat gepasst. So, Freunde, so schaut das Ganze nur aus. Den werde ich jetzt hier richtig schön drauf garen. Ich schaue zwischendurch mal nach, wenn die Zedernholzplatten das Qualmen anfangen, wenn sie schon fast kurz vorm Brennen sind, dann wandert der Fisch hier hinten nochmal in den indirekten Bereich und wenn dann so langsam anfängt, das Eiweiß auszutreten, dann ist er gut und dann kommt er runter. Jetzt machen wir die Klappe nochmal zu. Wie gesagt, direkter Bereich, indirekter Bereich. Zack. So, Freunde, und wie die Barbecue Tina das in ihrem Video gemacht hat, habe auch ich eine Kleinigkeit vergessen. Kleiner Joke muss sein. Und ja, ich brauche hier nämlich noch eine Chilischote. Und zwar handelt es sich dabei um die Ravid. Die hat ihren Ursprung in Südafrika. Ich werde jetzt den Dip anrichten und dazu kommt es noch mal ein bisschen näher. Ja, Freunde, dann kann es auch hier schon losgehen. Vorab nur, mein Kerbel ist gerebelter Kerbel. Bei der Barbecue Tina, wenn ihr aufmerksam zugeschaut habt, hat sie frischen verwendet. Den habe ich leider nicht bekommen, deshalb habe ich hier den gerebelten. Der tut's auch. Wer nicht weiß, was Kerbel ist, Kerbel ist vergleichbar mit, ja, würde ich mal sagen, Petersilie. Ist nur ein bisschen süßlicher. Aber jetzt quatsche ich hier nicht lange rum. Jetzt fangen wir mal an. Als erstes kommt jetzt hier der Schmand mit rein. Es ist so windig, da fliegt ja sogar der Schmand vom Löffel. Ach ja. Gefolgt von der Creme Fraiche. Wie gesagt, das waren beide Male 200 Gramm. So, dann der Saft einer halben Bio-Zitrone. Hopsa,
spritze ich auch über den Tellerrand hinaus oder in dem Sinne Schüsselrand. Der Kern soll da natürlich nicht mit rein. So, so, dann kommt da, wie gesagt, der gerebelte Kerbel mit rein. Ja. Schwarzer Pfeffer. Das war jetzt gut. Ein Teelöffel, würde ich sagen. Ein paar Salzflocken. Und jetzt nehmen wir uns noch die Chili. Die ist sehr scharf, aber ich mag es, wenn das alles ein bisschen Bums hat. Dann müsst ihr euch, wenn ihr die ohne Handschuhe schneidet, danach auch die Hände waschen, weil wenn ihr euch da irgendwo mit hinfasst, sage ich euch, das brennt wie Hulle. So, machen wir noch mal ein bisschen kleiner. So, so soll mir das jetzt auch langen. Einmal hinein damit, zweiten Part auch. Wie gesagt, wer kein Chili mag, der lässt ihn einfach weg. Ich mag ihn, deshalb kommt er rein. So, jetzt wird das Ganze einmal ordentlich durchgerührt. Ja, Freunde, und vorhin habe ich gesagt, wenn das Ganze brennt, kommt es raus. Puh, ich wollte das Ganze nicht wörtlich nehmen. Kommt jetzt erst nochmal hoch. Ja, Freunde, der ein oder andere weiß, dass ich auf Flammenspiele am Grill stehe. Bis die Zedernholzplatten brennen, so habe ich das vorhin natürlich nicht gemeint. Aber ja, auch das wollt ihr euch einmal zeigen, kann passieren. Wie gesagt, ich war durch das Anmachen des Dips doch etwas abgelenkt. Und ja, Leute, ihr könnt sehen, so schnell kann es passieren. Aber ich lasse es drin, damit ihr seht, dass es passieren kann. Auch bei mir läuft nicht immer alles hundertprozentig glatt. Da passieren solche Pannen auch. Deshalb lasse ich es einfach drin. Ich denke mal, ihr hattet euren Spaß. Ich hatte kurz ein bisschen Stress. Aber gut, das soll so sein. So, jetzt werden wir das Ganze noch einmal probieren. Uiuiui, oh, das mit dem Kerbel schmeckt gut, hat aber durch die Chili doch den richtigen Bums hinten dran. Ja, lecker, aber das mag ich. So, jetzt warten wir noch ein bisschen, bis beim Lachs es so langsam anfängt, dass Eiweiß rauskommt. Ich denke mal, das kann jetzt nicht mehr lange dauern nach meinem Flammeninferno. Ja, ich hole euch dann wieder mit dazu, wenn der Lachs fertig ist. So, Freunde, hinter mir riecht schon sehr gut. Da können wir jetzt gleich hingehen. Der Lachs ist fertig. Kurzen Kaffee auf den Schreck. Ja, er hat mich so gerade eben an die Situation erinnert, die ich schon einmal hatte, als mir der Bräukling fast um die Ohren geflogen ist. Killer-Pizza habe ich das ganze Video genannt. Die Pizza war super, aber da hat es auch ein paar Schrecksekunden gegeben. Könntest ja gerne mal bei mir in den Videos durchscrollen. War ein Spaß, zumindest für die, die das Video geschaut haben. Ja. Los, mitkommen. So, Freunde, der Lachs ist fertig. Ihr seht, die Zedernholzbrettchen sehen jetzt nicht mehr so aus wie am Anfang, aber hier kann man sehr schön sehen, wie das Eiweiß vom Lachs austritt. Und das ist für uns das Zeichen, der Lachs ist gut. Also den Duft, den es euch hier um die Nase wedelt, der ist fantastisch. So, Freunde, schaut richtig lecker aus. Jetzt schauen wir mal, ob der Lachs auch gut ist. Ja, schaut mal, wie schön man den hier runterziehen kann. Lecker, lecker, lecker. Ja, ich mache dann, wie gesagt, mein Tellerbild fertig und dann hole ich euch zum Probieren natürlich mit dazu. Ja, Freunde, schaut mal, wie wunderbar der Lachs sich von der Haut löste. Also wenn das nicht lecker ausschaut, weiß ich auch nicht. Hier ist mein Teller. Ich habe das Ganze jetzt noch mit den Chilifäden garniert. Zwei Scheiben vom Baguette abgeschnitten. Richtig lecker. Ja, auch wenn es hier ein bisschen schwarz geworden ist, aber man sieht, es sind nur die Bretter. Dort, wo der Lachs lag, zeichnet es sich genau ab. Da ist nichts schwarz drunter geworden.
Ja, Freunde, es ist soweit, es darf probiert werden und ja, das mache ich natürlich gerne. Ich nehme hier mal ein Stück vom Lachs. Ein Träumchen, Freunde, ein Träumchen. So, jetzt einmal mit dem Dip. Chili-Fäden sind auch mit drauf. Eine mega Kombi. Einmal muss ich noch. Was soll ich sagen? Ein richtig geiler Scheiß. Ich bin begeistert. Liebe Tina, vielen Dank, dass du mich nominiert hast, dass ich in diesen Genuss kommen durfte. Ja, ich denke mal, jetzt kommt der Moment, wo alle drauf warten, wen hat der Stefan nominiert. Ja, als erstes nominiere ich die Grillshow. Ja, Freunde, ihr habt richtig gehört, die Grillshow. Ich bin gespannt, was ihr da raushaut. Als zweites nominiere ich, ihr kennt ihn alle mit seiner Bumsbude, als zweites nominiere ich den McAllister, den lieben Christian. Ich hoffe, du machst dort auch mit. Nein, ich weiß es ja, ich habe ja mit dir gesprochen. Ja, so kommt wenigstens seit langer Zeit mal wieder ein Video von dir, nimm's mir nicht übel. Und ich habe mit dem Gerrit gesprochen. Gerrit hat gesagt, pass auf, du kannst ruhig einen dritten Kanal nominieren. Da freue ich mich auch sehr. Und zwar ist das kein Kanal, der aus Deutschland kommt oder zumindest nicht mehr. Wir schwappen jetzt rüber nach Paraguay. Und zwar gibt es dort den Barbecue-Kanal Chaos Kitchen. Der wird betrieben von der lieben Sarah. Und ja, somit ist auch mein dritter Kanal nominiert. Ich würde mich freuen, wenn ihr alle demnächst ein Video raushaut. Und ja, jetzt wollt ihr natürlich noch wissen, welche Videos das sind. Die blende ich euch hier einmal mit ein. Ja, Freunde, nun wisst ihr Bescheid. Drei Leute sind von mir nominiert. Die fünf Videos habt ihr auch gesehen. Was bleibt mir jetzt noch zu sagen? Wenn euch mein Video heute gefallen hat, dann gebt mir bitte einen Daumen hoch. Über einen freundlichen Kommentar würde ich mich wie immer sehr freuen. Und wenn ihr es noch nicht gemacht habt, dann würde ich mich natürlich auch über ein Abo von euch freuen. Wenn ihr da dann auch noch die Glocke aktiviert, dann erfahrt ihr immer, wann es so einen geilen Scheiß von mir gibt. In dem Fall war es jetzt der geile Scheiß von der Barbecue Tina. Vielen Dank, Gerrit, auch nochmal an dich, dass du diese Challenge ins Leben gerufen hast. So, jetzt muss ich aber weiter. Das Ganze muss rein. Wir haben Hunger und dann geht es auch hier in dieser Kammer schon wieder weiter, denn die heizt bereits auch vor für mein nächstes Video. Ach, seid gespannt, es wird fleischig, salzig. Ihr müsst dann meine Videos weiterschauen. In dem Sinne, bis demnächst, euer Stefan, macht's gut, ciao.